Ja, hallo meine kleinen grünen Freunde. Letztes Mal war ich mir noch nicht so ganz schlüssig, ob wir denn dann nun das erobern möchten, den einen Posten, der noch auf dem Weg liegt oder nicht. Ich habe mich dazu entschlossen, ach, er liegt auf dem Weg, also wenn wir schon dran lang gehen, warum sollen wir ihn ja nicht auch gleich noch mitnehmen, ne? Logisch irgendwie. So, setzen wir auch mal als Wegpunkt. Ja, genau, sehr schön. Und dann werden wir den noch gleich mal mitnehmen. Ich hoffe, der ist ähnlich einfach gewesen wie der hier. Ja, ich denke doch, oder? Wuhu. Ein Auto wäre jetzt Bombe. Habt ihr irgendwas Fahrbares mitgebracht? Anscheinend nicht. Oh, ich will nichts gesagt haben. Hier unten liegt auf jeden Fall was. Irgendwie ein Auto. Genau, hier. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt das Modell, was ich mir ausgesucht habe, was ich unbedingt haben wollte. Ich denke mal, dafür reicht es. Dafür sollte es genügen. Und wenn nicht, naja, wir haben sowieso nicht so die riesige Auswahl, von daher passt das dann auch schon, denke ich, oder? Ja. Musik ist eh ein bisschen Geschmackssache hier in der Ecke. Anscheinend hat man eine etwas andere Auffassung davon, was schöne und angenehme Klänge sind. Mein Geschmack ist es nicht. Ich hätte gerne meinen eigenen Radio. Na gut, könnte man machen. Die Xbox bietet uns da die Möglichkeit, eigene Radiosender zu machen. Das war ja so damals einer der... Ja, Wahlversprechen hätte ich jetzt fast gesagt. Also eines dieser Dinge, wo man gesagt hat, ja, hey, ihr könnt in jedem Spiel eure Musik hören. Ja, es ist schon ganz schön gewesen. Das Problem ist bloß, ja, man hört dann eigentlich nur noch seine Musik, mehr oder weniger. Aber wenn man Dialoge oder sowas hat, es wird nicht so wirklich integriert. Ne? Das muss man ja auch überlegen. Es ist dann einfach nur die ganze Zeit dödelt halt meine Musik, die ich irgendwie vorher auf die Xbox geladen habe. Und ob ich das unbedingt so die ganze Zeit brauche, ich weiß nicht. Meine Musik passt auch nicht zu jedem Spiel. Das ist es ja dann halt auch wieder, ne? Also ich habe dann auch ganz gerne diese Ingame-Musik, denn man hat sich schon was bei gedacht, warum man ausgerechnet so eine Musik dann für dieses Spiel gewählt hat. Das soll ja dann irgendwie die Atmosphäre verstärken, das soll hier und da und blub und bla und naja, ihr wisst schon, ne? Halt allerlei Gedöns. Warum auch nicht? Gedöns ist sowieso eines der wichtigsten Sachen. So, wir gucken mal, ob wir von hier aus vielleicht was anrichten können. Aber ich denke mal, das ist viel, viel zu weit. Ja, wir können noch nicht mal sehen, ob da irgendein Gegner rumfliegt, hätte ich jetzt fast gesagt. Also rumlungert natürlich. Hier vorne, das sieht mir so nach Bunker aus. Und in diesen alten japanischen Bunkern, weil die Japaner haben ja hier anscheinend mal ihr Unwesen getrieben. Jetzt weiß ich, Blütchen mitnehmen, genau, Sauerklee. Ist es so, dass da halt meistens diese Briefe von irgendwelchen Leuten drin sind. Hier anscheinend nicht. Hier ist nur eine Kiste. Das ist ungewöhnlich. Wenn ich sie denn kriegen würde. So. Und wo ist sie jetzt? Hallo? Ja, hier. Okay. Wenn, auch hier wieder. Das ist so komisch, dass man sie nicht richtig mitnehmen kann. So, Jetzt will ich mal denken, dann müsstest du eigentlich hier springen, oder? Juhu, yay, ich fliege, ich bin der König des Urwalds. Und wieder Gesichtsbremse, yay. Da sind wir ja ganz klasse drin, ne? So Gesichtsbremse, das ist so unser Ding. Da sind wir hier mega gut drin. Ich lande mal außerhalb dieser gefahrenvollen Zone da. Von hier oben, jetzt müssen wir uns irgend so einen Punkt aussuchen, wo ich alles überschauen kann. Aber nicht entdeckt werde. Ah, sind auf jeden Fall schon mal reichlich Gegner hier zu sehen. Irgendein Käfig vielleicht? Oh, warte. Da war einer, den hatte ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm. Der guckt sich auch um. Oh. Jetzt gucken wir uns gleich gegenseitig mit den Ferngläsern an. Hey. Ja, und winken uns dann vielleicht noch zu, weil er denkt ja, ich bin ein Kamerad. Und, schwierig. Irgendein Käfig wäre cool, aber diesmal bitte mit einem gefährlichen Tierchen, nicht mit so einer Eidechse oder sowas. Boah, wie viele sind denn hier? Verdammte Axt. Habe ich jetzt irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl bei, ne? Muss ganz ehrlich sein. Ich guck mal kurz, ob wir noch einen Fähigkeitspunkt haben. Haben wir sogar. In der Tat. Das ist doch mal was Schönes. Würde ich sagen, machen wir hier dieses Lautlos-Gedöns, ne? Und gucken gleich mal, ob wir vielleicht Medizin herstellen können. Natürlich... können wir das. Ja, und damit ist dann auch direkt schon das Problem gelöst, denn wir sind super versorgt. Ich habe immer noch kein Tier oder sowas, was mich hier unterstützt. Mist. Und ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die keine Verstärkung rufen können. Ich könnte jetzt schauen, dass ich vielleicht hier von dem Gebüsch aus
es hinkriege, beide Sniper mit einem Schuss hin platt zu machen. Das wäre so eine Option. Okay. Genau, und die wissen direkt, wo ich bin. Das ist echt so zum Kotzen. Das nervt richtig an. Weil ganz ehrlich, woher will er das denn wissen, wo ich bin? Das geht doch gar nicht, oder? Also ich sehe das zumindest immer so. Aber anscheinend bin ich da auch der Einzige. So. Okay, Scharfschützen sind alle platt, sehr gut. Die ziehen sich zurück, das können die auch gerne machen. Ah, oder sie gehen den Berg hoch, das ist auch eine gute Idee. Hm, die kommen jetzt alle den Berg hoch, ne? Aber auch nicht so richtig. Zumindest habe ich jetzt keinen von diesen fettgepanzerten Typen gesehen. Das ist auch schon mal eine, also so ein Fortschritt. Oh oh. Ich habe kein gutes Gefühl. Heilige Scheiße! Na? Okay, ist er das? Und jetzt hier? Verdammt. Oh nein, die dürfen nicht anhalten. Nein. Fahrt bloß weiter, ey. Oh, nee, ne? Wenn die auch noch da bleiben. So. Oh, oh. Wehe, du verrätst mich jetzt. Dann gibt's Ärger. So, die rennen natürlich irgendwo hin. Och, tolle Idee, ey. Was mache ich jetzt? Gucken, dass ich einen nach dem anderen eliminiere. Was sonst? Das, was wir die ganze Zeit eigentlich schon tun. Das muss ich auch noch nachladen. So. Gucken, dass wir den gleich kriegen. Heilige Scheiße! Na komm schon. Okay. Zeig dich, wenn du kein Feigling bist. So. So. Boah, ich glaube, ich habe alle, oder? Mann, Mann, Mann. Das war heftig. Aber wir haben es geschafft. Und mal wieder diese extra Erfahrungspunkte eingeheimst. Puh. Ey, einfach ist es nicht. Und vor allem, wir haben erst 13 von 34. Also noch nicht mal ganz die Hälfte, ne? 17 wäre die Hälfte. Gegenangriff. Warum sollten die uns jetzt versuchen anzugreifen? Wir haben sie vernichtend geschlagen. Die haben ja gar keine Lust mehr herzukommen. Vor allem so, naja, abgeranzt, wie dieser Laden aussieht. Also ich würde hier nicht sein wollen, aber nun gut, vielleicht mögen die das und finden das auch ganz toll und so. Puh, ich kann es uns da nicht vorstellen, aber na gut, man hat schon einiges gesehen. Ne? Wir haben ja schon einiges erlebt an seltsamen Sachen und seltsamen Personen. Von daher, warum nicht auch Piraten, die das hier ganz toll finden? Das erhöht noch viel mehr sind es ja, ne? Hier müsste jetzt eigentlich jeder Eingang sein, oder? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Verkaufen wir sowas, holen wieder ein bisschen neue Munition. Ich habe festgestellt, ein bisschen viel verbraucht. Oh, da gibt es hier so eine Speicherkarte. Das, da gibt es nicht so viele von. Ich glaube, das ist am wenigsten neben den Briefen. Wie viel haben wir? 7 von 20. Ja, gut, okay, die sind auch nur an Stützpunkten. Da braucht man sich dann auch gar keine Gedanken machen, weil das findet man relativ easy peasy. So, wir verkaufen das da fleißig. Und ich denke, es ist Zeit, ein paar Karten zu kaufen. Also einzigartige Waffen, ja, wir haben halt nur die. Also das heißt, wir kaufen erstmal Karten. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gab, wenn man alle Karten gekauft hat. Aber ich habe gar keine Ahnung. Ist mir auch relativ wuppdig, denn das passt schon. Gut, was sagt denn unsere Karte? Ja,
Ja, sehr schön. Guck mal, jetzt haben wir hier das ganze Gebiet. Hier ist unten safe und auch hier in dieser Strecke entlang. Wunderbar, da kann man sich doch dann, so wie hier oben zum Beispiel, getrost friedlich durch die Gegend bewegen. Wobei ich sagen muss, als ich privat gespielt habe, habe ich natürlich erst hier alles oben fertig gemacht, soweit. Zum Beispiel Nebenmissionen haben wir ja gar keine gemacht. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Die sind zwar ganz interessant, aber die möchte ich eigentlich so außen vor lassen. Wir wollen jetzt viel eher versuchen, diesen Typen zu kriegen. Oder halt diesen Hoyt, ne? Mhm. Genau, Hoyt soll dran glauben. Jetzt gucke ich mal gerade, schaue ich in die richtige Richtung oder fahre ich richtig? Sieh dir an, was wir denn aushalten. Wir sind noch. Wir zoomen mal ran. Ja, doch, ist richtig. Okay, da vorne rechts. Ah ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also ich muss immer wieder mal zwischendurch an GTA 4 denken. Jetzt gerade bei Watch Dogs fällt mir das so ein bisschen auf. Also das Navigationssystem ist echt cool gelöst dort an der Stelle. Wobei ich sagen muss, am genialsten, zumindest vom Gefühl her, also weniger von dem, dass man halt wirklich ans Ziel gebracht wurde, weil das war grottig, das war echt unter aller Kanone. Aber zumindest von der Art und Weise, wie man das präsentiert hat, war es eigentlich immer noch am coolsten in GTA 4, wo einem wirklich dann das Auto gesagt hat, so das interne Navi, wo man denn hin muss. Das war total genial. Das hat richtig Laune gemacht. Auch wenn man das Navi an sich in die Tonne kloppen konnte, denn es hatte mal gar nichts drauf. Das war so eine veraltete Version. Das ist ja nirgendwo hingefunden, ne? Aber es war halt ganz neckisch gemacht. Wenn man das, neckisch ist auch so ein Wort, benutzt man das überhaupt noch? Also ich benutze das selber noch nicht mal. Ich kenne das eigentlich nur von älteren Personen, die benutzen das ja alle immer so, ach, ist das neckisch, oh. Ja, man hängt dann an nichts so, ob ich das jetzt so gesagt hätte, ich weiß es nicht. Eieieiei, springt sogar das Auto hier, ist das eine Freude. Irgendwie müssen die Autos schneller sein, ich hätte gerne so einen Sportwagen oder irgendwie sowas. Aber gut, okay, dann müsste ich wirklich Just Cause 2 spielen. Vielleicht machen wir das dann doch mal. Ja, könnte man eigentlich mal machen, ne? So. Alles klar, dann wechseln wir Holz Telefon aus. Das Telefon soll man ausmachen, okay. Oh, da ruft Sam an. Um die Kommunikation zwischen den Söldnern zu stoppen, musst du die Satellitenschüssel sprengen. Okay. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stützstreben ist die einzige Lösung. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Okay. Was hast du vor? Also es wirkt alles mega gefährlich. Es ist sicher verboten, hier zu sein, also wird mir die Uniform auch nicht helfen. Ja, ich glaube auch, dass das nicht wirklich hilfreich sein wird. Auch welche. Boah, hier wimmelt es nur so von Soldaten. Wie wollen wir anfangen? Ich könnte jetzt erstmal sagen, okay, ich sniper irgendwie ein, zwei Leute weg. Also da habe ich ganz gute Schussbahn drauf. Genau, das kriegt keiner mit. Ach, da oben, genau. Scheiße. Scheiße. Oh, oh. Na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, lad doch nicht so lange nach, Mensch. Mein Leben hängt davon ab. So. Und toll, jetzt haben sie uns natürlich schon entdeckt. Das heißt, den können wir auch schon das grobe Stückchen rausholen. Ist jetzt egal. Wenn wir hier so ein bisschen Remi-Demi-mäßig. Ui. Durch die Gegend hotten. Und mal schauen, dass wir dann irgendwie auf diese Art und Weise lösen, ne? Ja, 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 ist schon okay, ist schon okay. Ich weiß, ich bin der Verräter, ich bin der Buhmann. Mich wollt ihr hier alle Platz sehen. Aber das passt schon. Oh, oh, und da brennt's hier fleißig. Und irgendwer kommt hier angerast. Ich werde jetzt einfach mal so wenigstens reinrushen, ne? Ich weiß, das ist die definitiv dümmste Idee, die wir haben konnten. Denn so funktioniert das in dem Spiel nun mal gar nicht. Tja. Aber was bleibt uns denn anderes übrig, als es jetzt so zu versuchen? Vor allen Dingen weiß ich, dass hier definitiv richtig krasse Gegner lauern werden auf uns. Oh, weia, wir werden so aufs Maul kriegen. Das
wird garantiert megamäßig wehtun. LKW, dem könnte ich jetzt hier gegen fahren, aber möchte ich glaube ich gar nicht. Okay, die rennen an mir vorbei, das ist schon mal sehr schön. Oh, irgendwer hat mich da gesehen. Lass ihn nicht in den Bunker rein. Hab ich sie jetzt? Ah, das sind diese Dicken. Oh, scheiße. Ja, komm schon, schnell nachladen. Oh. Schneller, schneller. Mach schon hin. Hab ich ihn? Ach, immer noch nicht. Wie viel kann der denn ab? Das ist so krass, ey. Ah, verdammter Mist, möchte ich natürlich sagen. Ja, was anderes sowieso nicht. Ich bin ja hier, ne, pflegeleicht. Ich benutze solche Wörter nicht. Ah, dann laden wir mal nach. Die suchen jetzt ja gerade irgendwo nach uns. Dann können wir derzeit mal ein bisschen drum rumlaufen und gucken, dass wir... Oh, oh, scheiße. Tiger. Oh, nein, 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 nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Das fehlt mir jetzt gerade noch. Oh. Ausgerechnet, jetzt muss so ein Tierchen auftauchen und uns noch attackieren, ey. Ist das nicht logisch? Wahrscheinlich kommt jetzt gleich nur so ein mega Königstiger auf uns zu, ja? So eine ganze Armee davon. Und möchte uns auch noch an den Kragen. Es ist, passt gerade alles. Sieht aber ganz gut aus, wenn ich das jetzt so sehe. Also wenn man das jetzt so beurteilen kann, ne? Verdammt, wo ist denn da noch einer? Habe ich es gar nicht gesehen. Scheiße, nee, so, und ich möchte jetzt gerne die fahren. Verdammt, wo ist er? Ah, er ist mich umzingelt. Du verdammte Sau, ey. Wie mies von dir. Ich schnell mit dem Messerchen, komm, ach, ein bisschen schneller als das hier nachladen. Es dauert auch ein bisschen länger, ne, mit dem Nachladen, also bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Ich lade ungern nach, merkt man, glaube ich, ne. Hm. Ja, wenn das auch so lange dauert, was willst du denn da Ewigkeiten warten? Bis dann hast du den Gegner schon zigmal. Ich hätte gerne diese Wummel, weil damit kriegen wir definitiv auch die fetten Typen platt. Ah, das finde ich jetzt irgendwie schöner. Ich renne mal hier lang. Gebt mir mal alle Mühe. Diese Türen sind aus Stahl. Sprengstoff wird schon richten. Lass so, und schnell. Boah. Sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir eigentlich nur den Alarm ausschalten. Ach, geht nicht mehr. Ha. Tja, dann hat sich das an der Stelle wohl erledigt. So, schnell mal C4 hier. Genau, wunderbar. Ein bisschen weg. Ja. Haben wir es? Wow, sehr gut, sehr gut. Und Rinder. Ich glaube, hier unten werden auch noch jede Menge Gegner warten. Garantiert, das sieht schon so aus, wenn ich das hier mal anschaue. Ja, es war so logisch. Ah, da auch hier kommen. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Wie habt ihr denn? Vor allem hier in diesem kleinen Bunker alles, ja? Schnell heilen, ne, das gibt's nicht. Jede Menge C4 da, aber keine Munition. Ist das nicht. Hier ist irgendwie. Ach, Scheiß. Auch nichts. Okay. Reingekommen. Ja, ich weiß, er ist reingekommen. Hm. So ist das halt mit mir.
Da bin ich dann einfach da. Ob man wollte oder nicht. Okay, ein bisschen Munition, sehr gut. Puh, wie machen wir das jetzt? Schwierig, wir müssen jetzt eigentlich uns nämlich noch so ein bisschen zurechtkämpfen. Wow. Der Typ ist hart. Okay, ich hoffe, wir haben ihn. Da geht er down. Genau, man kann die dann immer noch mal benutzen. Das ist eigentlich fast überall so bei den Spielen, wo es Flammenwerfer gibt, dass man die Typen noch mal benutzen kann. So, den haben wir auch. Da müssen jetzt eigentlich alle Platz sein, ne? Na, fast. Ein, zwei schwimmen hier noch rum. Ich brauche die Pistole oder sowas. Warum habe ich mir eigentlich keine Pistole mitgenommen? Das wäre dann so die nächste Frage, ne? Hauptsache kommt nicht wieder so ein großer Typ, ey. Die kleinen sind ja ganz in Ordnung, aber die mit Flammenwerfer oder... Wow. Scheiße. Scheiße. Und da haben wir es gerade noch gesagt und da kommt dann so ein großer Typ an. So, dann gucken wir mal. Ich hoffe, wir haben den. Aber so wie es aussieht, ja. Sehr schön. Puh. War auch schwierig genug. Haben wir hier denn hierfür noch genug? Ja gut, okay. Passt schon. Schnell nachladen. Wir haben es nicht gleich geschafft, weil das doof ist, wenn ich jetzt, normalerweise die Aufnahme jetzt nämlich zu Ende, aber das doof ist, wenn wir das jetzt beenden, dann habe ich so das Problem, dass wir das, Ding das alles nochmal machen müssen. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. Hast du gleich keinen Empfang mehr heute. Oh, ich wollte gerade sagen, das geht schief. Tja, da hat es dann, unsere ganzen Bemühungen haben dann doch nichts gebracht. Ich mache es einfach so, wir werden das beim nächsten Mal nochmal machen. Klar, dann haben wir vielleicht nochmal diesen Trouble, dass wir jetzt da irgendwie nochmal vielleicht die ganze Basis nochmal neu stimmen müssen, aber so extrem viel war das jetzt auch nicht und vielleicht kriegen wir das so ein bisschen eleganter hin. Von daher mache ich einfach an dieser Stelle Schluss, bevor es noch zig Trilliarden Stunden dauert und würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mist.